Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Abenteuer auf dem Reiterhof 5, der goldene Steigbügel. Ja, ich bin jetzt hier schon mal vorgelaufen zum Gemeinschaftsraum, denn wir wollen ja dort den Samuel oder Samuel oder wie auch immer treffen, denn die gute Victoria will uns sehen. Tut mir leid wegen der Türe. Ist nicht schlimm, jeder muss sich mal zurückziehen. Ich wollte dir sagen, dass Victoria mit uns sprechen möchte. Ich habe schon alle informiert, nur Miguel kann ich nicht finden. Oh, um diese Zeit dürfte er sich irgendwo in einem Internetforum herumtreiben. Nein, ich meine, wo ist er wirklich? Ich fürchte, er kann sich überall aufhalten, da er von seinem Laptop aus surft. Am einfachsten wäre es, über den Computer im Gemeinschaftsraum zu versuchen, ihn im World Wide Web aufzuspüren und ihn zu fragen, wo er wirklich steckt. Verstehe, aber das Internet ist riesig, da werde ich sicher ewig suchen. Ich kenne die Adresse, unter der er für gewöhnlich chattet. Es ist ein Forum für Fans von Lyrik des 19. Jahrhunderts. Abgefahren, was? Allerdings kenne ich das Passwort des Computers nicht. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Wer kennt es? Der Antiquitätenhändler, Herr Creon. Was hat denn der Antiquitätenhändler mit dem Laptop im Gemeinschaftsraum zu tun? Hä? Machst du Witze? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesehen, wie er einen der PCs repariert hat. Nach Geschäftsschluss kümmert er sich hier um das Netzwerk. Ein Antiquitätenhändler, der sich für Computer interessiert? Krass. Dann wissen wir jetzt, wo wir hinzugehen haben. Oh, ist das eine Rennerei hier. Mann. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, wo sich so ziemlich alle Räume hier befinden. Wir sprinten jetzt mal zu dem Antiquitätenhändler. Also ich meine, hallo, Gemeinschaftsraum, ja, in dem man auch den PC benutzen soll. Und dann weiß man nicht mal das Passwort. Was ist das für ein Blödsinn, ehrlich. So unlogisch. Hey, du da, ich brauche das Passwort. Rück raus damit. Flora. Guten Tag, Herr Creon. Wie geht es Ihnen denn heute so? Wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht gesehen. In der Zwischenzeit scheinen Sie Manieren erworben zu haben. Ja. Also, was suchen Sie denn diesmal? Ein Gesellschaftsspiel? Ein Springseil? Hm? Wenn Sie gekommen sind, um eines von diesen Videospielen zu kaufen, dann sind Sie hier an der falschen Adresse. Sehr witzig. Ich brauche das Passwort für den Computer im Gemeinschaftsraum. Aber Sie kennen es bereits, meine Liebe. Quatsch, wenn ich herkomme, um Sie nach dem Passwort zu fragen, dann weil ich es nicht kenne. Also, wir tun Folgendes. Ich werde Ihnen helfen, es zu erraten, indem ich Ihre Gedanken lese. Alles klar. Hä? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Sie werden überrascht sein. Sehen Sie sich dieses Objekt auf dem Tisch an. Es kann Ihre Gedanken lesen. Okay, ich werde tun, was Sie sagen. Wenn Sie sich erst lächerlich gemacht haben, müssen Sie mir dieses Passwort ohnehin geben. Ach du Heilige. Du musst eine Zahl an eine Zahl denken, die aus zwei Ziffern besteht. Zum Beispiel 16. Addiere die beiden Ziffern, um eine zweite Zahl zu erhalten. Moment, addieren ist plus. Bei 16 wäre das die 7. Hä? Addieren ist doch plus. Ich bin gerade verwirrt. Ihr auch? Denk an eine Zahl mit zwei Ziffern, zum Beispiel die 16. Addiere die beiden Ziffern. Addieren ist plus. Also 16 plus 16 wäre dann 32. Um eine zweite Zahl zu halten, bei 16 wäre das die 7. Hä? Denn 1 plus 6 ist 7. Ach so. Ich soll an die Zahl denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine 25 denke, dann soll ich 2 plus 5 rechnen. Dann wäre das auch 7. Okay. Subtrahiere die neue Zahl von der Zahl, an die du gedacht hast. Also Minus dann. Und siehe nach, welcher Buchstabe auf der Maschine damit übereinstimmt. In unserem Beispiel wäre das die 9, denn 16 minus 7 ist 9. Okay. Also ich soll die 1 und die 6 plus nehmen und dann das Ganze mit dem Ergebnis, was halt 1 plus 6 wäre 7, also 16 minus 7 wäre dann 9. Okay, habe ich verstanden. Jetzt konzentriere dich ganz stark auf den Buchstaben, den du herausbekommen hast und klicke auf das kleine Bullauge oben auf dem Bildschirm, damit es deine Gedanken liest. Okay, muss ich hier raufklicken? Ähm,
Ich nehme die 10, das ist schön einfach. Ah, da kann ich nicht raufklicken. Okay, jetzt bin ich verwirrt. So, 10. Ich denke jetzt an die 10. 10 plus 1 plus 0 ist 1. Da muss ich jetzt 10 minus 1 nehmen, ist 9. Richtig? Und was war jetzt mit dem Buchstaben? Ah, egal, ich klicke jetzt einfach drauf. Die Maschine tippt auf den Buchstaben P. Wiederhole den Vorgang, bis die Maschine alle Buchstaben des Passwortes erraten hat. Aha. Also noch einmal, denke an eine Zahl mit zwei Ziffern. Addiere die beiden Ziffern so, dass du eine zweite Zahl erhältst. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich kann hier doch eh nichts klicken. Ich klicke jetzt hier einfach wieder rein. Die Maschine tippt auf den Buchstaben O. Popo oder was? Ich brauche ja gar nichts denken, weil ich kann hier eh nichts anklicken. Die Maschine tippt auf den Buchstaben N. Oh, Pony oder was? Pony. Fertig? Nee, immer noch nicht fertig. Ponys. Okay, fertig. Sie haben also an die Buchstaben P, O, N, Y, S gedacht. Das Passwort lautet Ponys. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie es kennen. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, aber binden Sie mir keinen Bären auf. Junge Dame, Glas ist sehr hart, doch wie leicht zerspringt es. Sie müssen lernen, lockerer zu werden und Ihren Mitmenschen mehr Vertrauen entgegenzubringen. Ja, ich werde es mir merken. Also, so ein Quatsch, ja, jetzt steigere ich mich hier voll in so ein Rätsel rein, ja. Und dann brauche ich eigentlich nur mal draufklicken. Also, für die, die das noch nicht gespielt haben und da voll am Verzweifeln sind, ihr braucht nur auf das Auge klicken, mehr nicht. So ein Blödsinn. Vor allem erklären die das erst so umständlich, ja, und ich dann, oh Mann, das ärgert mich gerade, jetzt habe ich voll Zeit verschwendet, damit nachdenken. Achso, ja, nee, wir müssen ja in den Gemeinschaftsraum. Da ist er. Rein da. So, wo ist denn jetzt der Samuel hin? Naja, egal. Na, nun, ach so, richtig, ich muss ja hier I, Ponys, ach so, das konnte sie sich nicht merken. Okay. Hi, Miguel. Wer bist du? Kennen wir uns? Sieh mein Profil an. Oh, hallo, es freut mich sehr, dass du mit mir in diesem Forum diskutieren willst. Wie heißt dein Lieblingsdichter? Zählt für dich auch eine Rocksängerin? Gut, aber ich wollte dir was sagen. Seine Gefühle offen preiszugeben, zeugt von großem Mut. Weißt du, das gefällt mir. Machst du dich über mich lustig? Ich würde mich niemals über dich lustig machen. Ist viel zu schnell, weil ich dir etwas Wichtiges anzuvertrauen habe. Vic erwartet uns in der Klasse. Sie will uns was sagen. War das alles, was du mir sagen wolltest? Also ja, ich könnte noch hinzufügen, beeil dich. Ich will nicht länger aller Welt hinterherlaufen. Ich bin schon im Klassenzimmer. Wir sind alle hier. Victoria ist ziemlich sauer, dass du... Bis jetzt habt ihr eine ruhige Kugel geschoben und Spaß gehabt. Vielleicht habt ihr ja gedacht, dass es genügt, der Akademie beizutreten, um gute Reiter zu werden. Ich muss euch warnen. Wir sollten gegen die Reservemannschaft der Australier antreten, aber jetzt stehen wir ihrer ersten Mannschaft gegenüber. National sind sie sehr stark. Wenn ihr verliert, steht die Zukunft der Akademie auf dem Spiel. Es ist euch ja bekannt, dass sich die Einnahmen der Akademie aus unseren Ergebnissen herleiten. Außerdem brauchen wir eine gute Presse, damit unsere Schule weiterleben kann. Ihr solltet den morgigen Tag also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich wünsche, dass ihr eure Anstrengungen verdoppelt und euch dem Vortag eines Wettkampfes gebührend vorbereitet. Los, worauf wartet ihr noch? Endlich war er da, der große Tag. Jetzt konnten wir zeigen, ob wir einer solchen Stresssituation gewachsen wären. Es ging um unsere Zukunft. Wir mussten gewinnen. Okay. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ich krieg's hin, ne?
Ja, umziehen können wir uns ja vermutlich nicht, weil ich ja immer noch nichts gekauft habe. Ah, so sieht's auch Schmuck aus. Ja, komm. Wie viele Rennen muss ich denn jetzt hier machen? Querfeld einspringen und Dressur, oder was? Ja, Flora sieht auch ganz toll aus. Oh, hatten wir so eine Gamaschen gekauft? Nicht Flora, sondern Donna. Komm, nehmen wir die. Okay. Dressur. Um diesen Wettkampf gewinnen zu können, musst du unter die drei Bestplatzierten kommen. Wenn dir das nicht gelingt, kannst du den Wettkampf wiederholen. Aber Vorsicht, nach drei Fehlversuchen musst du die Woche von vorne beginnen. Was? Oh nee, das müssen wir schaffen. Nochmal mache ich das nicht. Okay. Rechts, rechts, rechts. Haha. Das war sehr gut. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Steuerung, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das war, glaube ich, nicht so gut. Doch, sehr gut. Okay, komm schon. Links, links, rechts, rechts. Steuerung, links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Wir schaffen das. Ich will die Woche nicht nochmal machen. Wir müssen das schaffen. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Steuerung, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hui. Sehr gut. Okay. Links, rechts. Steuerung, links, rechts. Das war super klasse. Ich bin die Beste. Ja! I am so good. Okay. Mist, der war voll daneben. Steuerung. Und der war auch daneben. Verdammt. Lass den Kopf nicht hängen. Ich versuch's. Ich will die Woche nicht nochmal machen. Links, rechts, links, rechts. Steuerung, links. Rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Links, rechts, links, rechts. Steuerung links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Sehr gut, weiter so. Ich will die Woche nicht nochmal machen. Ich muss das hier rocken, das Ding. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Steuerung links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Sehr gut, okay. Links, links, rechts, rechts. Steuerung links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Oh, ich glaube, das war ganz gut. Ja, okay. Da soll mal einer sagen, ich kann das nicht, ja? Okay, langsam. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Steuerung, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hui. Sehr gut, okay. Der Donner macht aber auch ganz toll mit. Ich sag ja nur links und rechts und Steuerung. Mehr mache ich ja gar nicht. Okay. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Oh Gott, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 rechts. Gibt noch mehr. Okay, das war echt nicht gut gerade. Aber wir haben es erstmal so weit geschafft. Oh wow, wir haben den ersten Platz gemacht. Oder? Strafen 17. Okay, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Yay! Okay, jetzt geht das Springen los. Gut, ihr Lieben, aber zum Springen, da hole ich euch erst im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, die Zeit haut hin. Ich habe nämlich wieder nicht auf die Uhr geguckt.
Und ja, dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr im nächsten Part wieder reinschaut. Und bis dahin sage ich tschüss.